Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Video auf Toni Outdoor Gear. Im heutigen Video geht es um eine neue Dieselstandheizung und zwar von Wevor 12 Volt 8 kW Dieselstandheizung. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. Vielen Dank, dass ihr weitergeblieben seid. Das hier ist der Lieferumfang von dieser Wevor 12 Volt 8 kW Dieselstandheizung. Die sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber jetzt schauen wir uns kurz, was wir im Lieferumfang haben. Wir haben die Dieselstandheizung, die Fernbedienung, die Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier nochmal so ein Instruktionsblatt. Und dann haben wir hier das Zubehör, das schauen wir uns gleich an. Wir haben die Fernbedienung. Ich glaube, die kennt ihr schon auf meinen anderen Dieselstandheizungen. Hier haben wir Schutzfolie drauf, so wie ihr sehen könnt. Also die ist hier drauf, können wir auch wegmachen. Auf jeden Fall, die ist hier vorhanden. Die können wir einfach entfernen. Von der anderen Seite genau das gleiche wegmachen. Und dann sieht sie so aus. Also die ist dabei. Dann haben wir noch hier die Dieselstandheizung, dieses Mal in einer anderen Form, anders gebaut wie sonst. Und schauen wir uns kurz mal in diesen Schachtel, was wir alles dabei haben. Dann haben wir den Schalldämpfer mit Befestigung. Achtet bitte hier bei dem Schalldämpfer, hier haben wir ein Loch, das heißt, dieser Schalldämpfer muss definitiv draußen sein, es besteht Lebensgefahr, also Vergiftungsgefahr. Deswegen bitte darauf achten, benutzt es so, wie in der Bedienungsanleitung es drinnen steht. Und das hier, was ich sage, das ist nur meine Sicht, aber wie gesagt, hier müsst ihr besonders aufpassen und allgemein auch. Also das haben wir, den Schalldämpfer, dann haben wir Kabelbaum. Und das können wir quasi hinten an das Gerät anschließen und an unsere Batterie oder Stromversorgung, je nachdem. Dann haben wir den Aufströmer. Schauen wir mal, ist er beweglich? Jawohl, also wir können es steuern, wie wir es wollen. So, schauen wir mal, ob alles hier gut ist. Jawohl, das ist komplett. Können wir auch einspannen. So, jetzt ist er komplett drinnen. Und wir können den einfach drehen, wie wir wollen. Das haben wir. Dann haben wir das Auspuffrohr. Das ist dabei. Und dann haben wir das Einlassrohr, Auslassrohr, also quasi für die heiße Luft. Dann haben wir hier den Filter, um vorne einfach drauf zu machen, damit man quasi hier nichts ansaugt, kein Dreck. Das ist dabei und dann haben wir noch Befestigungsmaterial. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also Schellen, Schrauben, alles ist dabei, was wir brauchen. So, jetzt schauen wir uns gleich anschließend noch die Bedienungsanleitung. Wie gesagt, wir haben das hier alles schon vorhanden, was wir brauchen, außer unsere Stromquelle. Wie ihr seht, das hier ist eine 8 kW Heizung, Diesel. Die habe ich noch nie bis jetzt irgendwie betrieben. Ich hatte auch bis jetzt keine und ich habe selber mal bei der Firma Wevor angefragt, dass ich hier Interesse hätte und diese Standheizung wurde mir zur Verfügung gestellt von der Firma Wevor. Deswegen werde ich hier Werbung einblenden, weil sie mir quasi zur Verfügung gestellt worden ist und ich sie nicht gekauft habe, sondern bekommen habe für diesen Test, hier, damit ich sie euch vorführen kann. Dieses Rohr ist dehnbar, also man kann es auseinanderziehen und man kann es wieder zusammenziehen. Das zeige ich euch nachher draußen und natürlich das hier auch, also ist dehnbar und man kann es wieder zusammendrücken, damit es quasi wenig Platz nimmt. Und man kann es hier quasi. Wir schauen uns jetzt kurz noch die Bedienungsanleitung, die dabei ist. Wir haben so ein Blatt,
war extra dabei, wie quasi das ist so eine Schnellanleitung. Im Prinzip ist es sehr simpel und einfach, das zeige ich euch kurz. Aber ich zeige euch kurz die Bedienungsanleitung, die sieht so aus, also ist in Farbe gedruckt. Hier auf der Rückseite, das zeige ich euch nachher. Die ist auf Englisch. Ich kann sie mal kurz blättern. Ihr könnt hier jederzeit Pause drauf drücken und könnt quasi das euch in Ruhe durchlesen. Hier seht ihr, wie wir es zum Beispiel mit LKW verbauen können. Die Plätze, wo wir das machen können. Hier beim Camper, hier beim Van und hier beim Bagger. Also auf jeden Fall solltet ihr die Bedienungsanleitung gut durchlesen und euch gut informieren. Hier Installationshinweise, wie gesagt, in welche Richtung sie liegen darf, wie man das alles einbauen tut, in welchem Winkel. Da müsst ihr auf solche Sachen auf jeden Fall gut achten. Spritzufuhr. Also wie gesagt, hier sind die komplette Daten von dieser Vivo 12 Volt Dieselheizung. Wir haben hier ein anderes Display, das zeige ich euch. Hier sind die Fehlercodes von diesen Displays, quasi was bedeutet, welche Fehler, welche Bedeutung hat. So, hier haben wir die Fernbedienung und hier haben wir unser Display. Also wir können dieses Display programmieren, wir können es einstellen. Wir können 2 bis 3 Zeiten programmieren, zum Beispiel morgens, dass sie einschaltet, eine gewisse Zeit läuft, dann wieder ausgeht. Also definitiv etwas Gutes für die Camper, für Vanlife, für Ferienhütten. Also muss ich sagen, echt top und natürlich auch für die Krisenvorsorge als Backup-Heizung bei eventuellen Stromausfall. Vor allem im Winter, wenn mal durch Wetterverhältnisse, mal Extremwetterverhältnisse, mal Strom ausfällt oder allgemein, kann man diese Heizung sehr gut nutzen. Vor allem die ist ziemlich sicher. Man muss auf ein paar Sachen achten. Letztens wurde ich angeschrieben bei der letzte Dieselstandheizung, was ich getestet habe. Hier gibt es verschiedene Displays, dass man aufpassen muss, und es stimmt, dass man genug Stromversorgung hat, wenn die Heizung zum Beispiel jetzt über eine 12-Volt-Batterie läuft, diese Gerät merkt, wenn die Batterie schwächer wird, und dann automatisch quasi schaltet sich das Gerät ab, und zwar so, dass der Ventilator noch weiterläuft und keine Beschädigung am Gerät oder nicht irgendwie, dass es in Brand gerät, weil es entstehen sehr hohe Temperaturen und es muss nachgekühlt werden. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr das Ding ausschaltet über die Fernbedienung oder am Display, trennt es auf keinen Fall von der Stromquelle. Es läuft noch ein paar Minuten nach, 2-3 Minuten, der Ventilator läuft nach und kühlt quasi die Kammer ab. So, also das hier ist noch dabei und hier seht ihr quasi die Angaben von der Firma Vivo. Hier habt ihr die Homepage, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummern. Wie gesagt, ich werde euch nachher in dieser Videobeschreibung dieses Gerät verlinken und mein Rabattcode werde ich euch auch drunter setzen. Ihr bekommt, glaube ich, ca. 5%, müsst ihr überprüfen, in den gesamten Shop von Vivo. Es ist vielleicht zeitlich begrenzt, deswegen müsst ihr es immer ausprobieren, aber wie gesagt, geht von ca. 5% aus, zeitlich begrenzt. Vielleicht noch ein paar Angaben zu dieser Vivo Standheizung Diesel. Also wir haben Heizleistung von 8 kW, Kraftstoff haben wir Diesel, Nennspannung haben wir 12 Volt, Autoklimatyp Heizung, LCD-Display haben wir, eine Entfernung, die Fernbedienung funktioniert quasi auf einer Entfernung von bis zu 30 Meter. Wir haben einstellbare Temperatur von 8 bis 35 Grad. Vollständige Verbrennungsrate ist 100%. Tankinhalt ist 5 Liter, also recht groß. Dann haben wir Kraftstoffverbrauch pro Stunde zwischen 0,1 und 0,24 Liter.
Also wir können mit einem Liter Sprit ungefähr, also etwas mehr wie 4 Stunden heizen. Natürlich, es kommt immer darauf an, auf die Temperatur, die ihr einstellt. Also auf der höchsten Stufe verbraucht sie pro Stunde 0,24 Liter. Das wird man nachher mal vielleicht auch testen. Arbeitstemperatur von minus 40 bis plus 80 Grad. Abmessungen der Heizung, Länge mal Breite mal Höhe ist 38, also 38 lang, breit 28, hoch 32 cm. Vielleicht für euch, für Camper und Vanlife, vielleicht sehr wichtig wegen Platz. Dann haben wir Größe des Auspuffs, also Länge und Breite, 60 mal 2,5 cm, also 60 cm lang und 2,5 breit. Dann haben wir Auslassrohr 70 mal 7,6 cm, quasi dieses hier, wo die heiße Luft ausströmt. Und dann haben wir Größe des Einlassrohrs, quasi Luftansaugung, ist 50 cm lang, und wenn man das auseinanderzieht, und 2,5 cm. Hier seht ihr das Gerät, wie es von der Seite aussieht. Wie gesagt, ich habe es noch nie getestet in dieser Bauform und nicht mit 8 kW. Also mit 5 kW haben die richtig Power, mit 8 kW wahrscheinlich noch mehr. Von vorne sieht es jetzt so aus. Wir haben hier, also dieses Display kenne ich nicht. Wir haben hier sogar Schutzfolie, können wir sie nachher abziehen. Wir haben 3-Tasten-Display, bis jetzt habe ich das noch nie gehabt. Hier haben wir den Ausströmer, hier ist quasi die Brennkammer. Hier haben wir die Möglichkeit zu befestigen. Dann haben wir von dieser Seite den Schlitz, wo wir sehen können, wie viel Kraftstoff drinnen ist. Hier haben wir unsere Deckel, um aufzumachen, 5 Liter Volumen. Hier haben wir Tragegriff und von hinten sieht es so aus. Wir haben, wie ihr sehen könnt, hier haben wir quasi die Bezeichnung, also es ist Wevo Dieselstandheizgerät, Modell, ich kann es mal so zoomen, und zwar so könnt ihr das ungefähr sehen, es nennt sich WF 5001, 12 Volt, 40 Watt, 8 kW. Dann haben wir folgendes. Dann haben wir hier die Möglichkeit, unser Plus und Minus anzuschließen. Da würde ich euch vielleicht empfehlen, auf diesen Kabel eine Zusatzsicherung drauf zu machen, um das Gerät zu schützen. Und ich werde euch das jetzt gleich draußen zeigen, wie man es quasi anschließt und in Betrieb nimmt. So, jetzt sind wir draußen angekommen. Wir haben das Gerät rausgestellt. Wir werden es gleich befüllen mit Diesel. Und dann werden wir es an eine Batterie anschließen und dann quasi werden wir starten. Und nun, jetzt werden wir quasi diese Kabel, wo mitgeliefert sind, hier anschließen. Wir benötigen im Prinzip nur das hier wegmachen. Wir schrauben das einfach ab und befestigen es gleich hier drauf. Ich versuche das jetzt mit einer Hand drauf zu machen. Und jetzt hier einfach drauf, minus schwarz auf schwarz, rot auf rot, und dann sehen wir uns bei der Batterie. Jetzt werden wir kurz das hier an die Batterie anschließen. Ich verwende jetzt hier diese LiFePO 4 Batterie. Ihr könnt jede andere Batterie, 12 Volt Batterie, die dafür ausgelegt ist, dass sie genügend Ampere hat. Passt bitte auf, benutzt Sicherungen, damit ihr es nicht verpolen tut. Ich tue das jetzt nur provisorisch mal anschließen. Ja, also Plus, rot ist Plus. Schließen wir hier einfach an. Das ist nur zum Vorführen. Und jetzt müsst ihr aufpassen mit dem Minus einfach hier drauf. So, wie ihr sehen könnt, wir haben beide Pole angeschlossen. Wir haben hier 12 Volt Batterie. Hier haben wir Luftansaugung, hier haben wir den Auspuff. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das hier ist nur provisorisch angeschlossen. Bitte tut es so benutzen, wie es von dem Hersteller empfohlen ist. Und jetzt seht ihr hier, das Display, das leuchtet auch. Jetzt werden wir das kurz starten und schauen, wie die Anlage anläuft. Das ist das erste Mal jetzt hier starten. So, nun, wie ihr hören könnt, die läuft an. Und wir schauen, was sie uns bringt.
Wir machen kurz die Displayfolie weg, dann sehen wir besser. Vielleicht. So, schauen wir mal, wann die Pumpe anfängt zum Tackern. Und wie ihr sehen könnt, wir ziehen jetzt 7,4 Ampere oder 7,5 Ampere. Das wird deutlich mehr werden beim Starten, wenn die Pumpe anläuft. So, nun hat die Wevor 8 kW Diesel-Standheizung angefangen zu pumpen. Man hört die Pumpe klackern. Hier seht ihr das Display und wir ziehen momentan aus der Batterie 8 Ampere. Das wird, denke ich mal, mehr werden. Schauen wir mal, ob sie anläuft. Also wir ziehen noch immer 8,3 Ampere. Das dauert jetzt das Pumpen. Bei anderen dauert es bis zu 300 Sekunden kann es dauern. Der Lüfter läuft gleich an. Hier könnt ihr das Display sehen. Ich habe jetzt keine Uhrzeit eingestellt, das habe ich einfach nur so angeschlossen. Hier seht ihr die Daten. Wir tun gerade noch immer das Diesel pumpen. Da sind ca. 40-50 Sekunden vergangen. So, ich hoffe, ihr könnt hören. Die startet gerade durch. Es kommt schon langsam warme Luft. Wir probieren mal das Ding zu erhöhen auf A6, auf die höchste Stufe. Ja, es wird wärmer. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, ungefähr nach dem Starten, nach dem ersten Starten braucht es ungefähr ja, so 120 Sekunden, bis die richtig anläuft. Hier kommt schon warme Luft raus. Wir können mal testen. Wir sind schon bei 74 Grad, also funktioniert recht gut. Ja, es ist richtig schön warm. Sehr gut. So, ich hoffe, ihr könnt es jetzt hören. Also das Ding läuft richtig gut, ist nicht so laut. Wir werden es mal testen mit meiner Uhr. Ich werde jetzt aufhören, kurze Zeit zum Reden. Und wir werden sie testen in einer Entfernung ungefähr von zwischen 20 und 30 cm, wie laut sie ist. Also irgendwas zwischen 67 und 68 Dezibel in der Entfernung von ungefähr 20 bis 30 cm. Jetzt gehen wir mal einen Meter weg. Also in einem Meter Entfernung haben wir ungefähr 63 Dezibel. Wenn man sich normal unterhält, ist es ungefähr zwischen 50 und 55 Dezibel. Also recht ordentlich im Vergleich zu anderen Standheizungen ziemlich leise. Tun wir nochmal kurz Temperatur messen. 130. Jetzt werden wir mal kurz mit der Fernbedienung das Ding ein bisschen runterdrehen. Auf weniger. So, jetzt sind wir auf H3, H2, H1. Dann können wir vielleicht kurz nochmal messen. Ich muss sagen, das Ding funktioniert richtig gut. Es ist ordentlich warm und wie ihr wisst, man kann es für seinen Camper, Vanlife, Ferienhütte, Wohnung, Haus trotzdem benutzen, im Falle zum Beispiel Stromausfalls oder da, wenn wir keinen Strom haben und das Ding funktioniert tadellos. So, jetzt schauen wir uns kurz nochmal das Gerät an. Hier können wir sehen, wie viel Diesel wir noch haben. Tankinhalt ist von 5 Liter, die qualmt überhaupt nicht. Das ist auch selten. Manchmal, wenn ich sie neu bekomme, erstes Mal qualmen sie, die hier überhaupt nicht. Also man sieht gar nichts. Aber nach dem zweiten Mal ist es bei anderen auch gleich weg. Bei dieser war es überhaupt nicht. Also die hat überhaupt nicht gequalmt. Also muss ich sagen, sehr gut. Also Wevor hat hier gute Arbeit gemacht. Das Display mit diesen drei Tasten, das habe ich erstes Mal jetzt gehabt. Ich hoffe, ihr könnt hier was erkennen. Also wir sind jetzt in H1 Stufe und man kann es ganz normal über die Fernbedienung schalten. Jetzt messen wir mal kurz Temperatur bei H1. Wir sind bei 121. Also wie ihr sehen könnt, es funktioniert sehr gut. Ich kann euch diese Heizung von Wevor mit 8 kW, also richtig ordentlich Power,
kann ich euch empfehlen. Wie gesagt, sie ist anderweitig einsetzbar, nicht nur in Camper und Vanlife, sondern in Ferienhütten, Wohnungen, Häusern. Aber benutzt sie bitte so, wie es von dem Hersteller vorgeschrieben ist. Schauen wir mal kurz in der niedrigsten Stufe, was wir an Strom verbrauchen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, zwischen 0,7 und 1 Ampere, also recht wenig, ganz wenig. Mit so einer 100 Amperestunden können wir recht lange damit heizen. Also ich denke mal, das ist eine sehr gute Alternative für Ersatzheizungen, für eventuelle Wetterkatastrophen und natürlich für Camping- und Vanlife-Bereich. Vielleicht hier noch was ganz Wichtiges. Ich habe sie jetzt gerade ausgeschaltet. Es ist äußerst wichtig, dass ihr sie nicht abklemmt von Strom, weil die läuft ein wenig nach und kühlt quasi diese Turbinen auch hinterher, damit es keine Schäden entstehen und damit man vielleicht nicht das irgendwie in Brand setzen tut. Auf jeden Fall, die wird ordentlich heiß. Es ist äußerst wichtig, nicht abklemmen. Da müsst ihr auch dafür sorgen, wenn ihr das über Batterie macht, die merkt, sobald die Batteriespannung runtergeht, die schaltet sich von alleine ab und kühlt quasi trotzdem nach. Bei einem Stromausfall müsst ihr aufpassen, dass ihr die Möglichkeit habt, sie irgendwie umzuswitchen, damit das Gerät herunterkühlen kann. Jetzt hört ihr das gerade, jetzt läuft der Ventilator nach und kühlt sich jetzt runter. Also auf das müsst ihr achten, am besten mit Powerstation oder so eine Batterie betreiben und dann seid ihr safe. Also auf sowas müsst ihr achten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dieser Wevo Standheizung, stellt sie unten in die Kommentare, ich werde sie euch beantworten. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Firma Wevo. Dort bekommt ihr auf das gesamte Segment Sortiment auf der Homepage von Wevo bis zu 5% Rabatt über mich. Den Rabattcode werde ich euch einblenden und in der Videobeschreibung verlinken. Ich möchte mich nochmal bei euch bedanken fürs Zuschauen bei der Firma Wevo für die Zurverfügungstellung dieses Geräts. Deswegen werde ich hier im linken Fenster, also links unten, einblenden Werbung. Dass ihr wisst, also das Gerät habe ich mir nicht gekauft, sondern das wurde mir zur Verfügung gestellt für diesen Test, dass ich es euch zeigen kann und wie ihr sehen könnt, funktioniert tadellos. Von mir gibt es einen dicken Daumen nach oben. Ich kann euch das hier empfehlen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Toni. Ciao.